Ist gut, aber wenn du es so eilig hast, solltest du vielleicht in den Teich springen. Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu Kingdom Come Urpala Deliverance. So, im letzten Part haben wir ja verzweifelt versucht, uns nochmal am Kampfsystem zu versuchen. Ich habe mich jetzt kurz nochmal eingelesen in den GameStar-Test zu diesem DLC und die GameStar meint, ja, das halt nur kämpfen. Das ist zwar eine liebenswerte Bande, wie ich das auch selber schon gesehen habe, aber es geht nur ums Kämpfen und es ist zwingend notwendig, sich mit vernünftiger Rüstung und ordentlich was an Heil-Items auszurüsten. Und ja, da wir das so beides nicht haben, würde ich sagen, wir geben dem Ganzen einen Try. Ich will es jetzt nicht aufgeben, weil komm, lass mal versuchen. Ne, ich habe das ja bezahlt, ich würde es auch gerne erleben, ich fand die auch lustig. Deswegen, lass es uns versuchen. Wir müssen halt nur jetzt ein paar Vorbereitungen treffen. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal eine vernünftige Rüstung zusammen eiern. Und es gibt das Warhorse Set. Das ist wohl eine sehr starke Rüstung, die ein bisschen an den Entwickler des Games angelehnt ist. Ist ja ein bisschen passend. Und die Teile finden wir alle in Schätzen. Jetzt muss man natürlich hoffen, dass ich die Dinger nicht schon irgendwann im Laufe des Spiels gefunden und verhökert habe. Davon ist nämlich auszugehen. Ich werde es einfach mal versuchen. Ne? Deswegen, wir gehen jetzt erstmal zurück. Machen uns einmal sauber und wieder gesund. Lassen unsere Wunden versorgen. Und gehen dann ein bisschen auf Schatzsuche. Versuchen entsprechend die ganzen Rüstteile zu kriegen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin schon wieder zu weit geritten. So, ohne Karte und ich, ja doch, es läuft. Ich kenne mich aus hier in der Gegend. Das wäre jetzt so mein letzter Plan. Und dann versuchen wir nochmal den Kampf zu überleben, indem ich vorher nochmal kurz trainiere, wie das geht. Oder einen Trick rausfinde. Vielleicht gibt es irgendwie einen Tipp, wie man Kämpfe mit einem Schwert easy gewinnt, weil man es irgendwie exploiten kann oder so. Wäre auch kein Problem. Und ja, es soll wohl relativ fordernd sein tatsächlich. Also, der DLC ist ganz schön knackig. Er dauert nicht lang. Also je nach Spielstil, wie gut man ist, 3 bis 5 Stunden. Aber er ist knackig. Oh, naja, wir werden es mal versuchen. Wenn es halt nichts wird, wie gesagt, ich quäle mich da jetzt nicht mit. Ne? So wichtig ist es mir dann auch nicht. Aber ich will es wenigstens versuchen, weil mehr Heinrich ist immer gut. Und die Leute scheinen ja ganz witzig zu sein. Ich würde schon gerne erleben, was sie für Abenteuer erleben, die Döle. Ich habe schon wieder die falsche Frau angeredet. Mann. Kann ich behilflich sein? Nee. Gott schütze dich. Du bist halt die Erste, die mich immer begrüßt. Und dann glaube ich immer, hier bin ich richtig. Aber das ist so nicht. So, auf geht's. Hallo. Grüß Gott. Wie kann ich zu Diensten sein, edler Ritter? Grüß Gott. Einmal bitte alles heile machen. Ich bin an euren Diensten interessiert. Was hättest du denn gerne? Komplett Paket. Ne? Waschen, Wunden heilen. Ich möchte ein Bad nehmen und meine Kleider reinigen lassen. Ich möchte meine Wunden versorgen lassen. Ich brauche Heilung, ein Bad und saure Kleider. Ich brauche alles. Ich brauche einen Arzt, der meine Wunden versorgt. Danach ein heißes Bad und saubere Kleidung. Und saubere Kleidung. Volles Programm. Du wirst es nicht bereuen. Gott schütze dich. Wieso kostet das nichts oder was hat das jetzt gekostet? Ich konnte gar nicht feilschen. Oh, da geht ein bisschen Zeit ins Land jetzt, ne? Ich hoffe, wir haben den noch nicht. Also der erste Schatz, den finden wir in einem Grab in der Nähe im Rattaya Wald. Und da könnten wir schon gewesen sein. So, mal schauen. Und zwar, ich muss jetzt ein bisschen auf der Map gucken. Heidewitzka. Ne, wir waren da glaube ich noch nicht. Ich musste eben mal ein bisschen gucken, ob ich irgendwelche Dinger finde. Hier sehe ich was und dann müssen wir so da, so hin. Hier irgendwo in diesem Bereich befindet sich ein Grab. Wichtig ist, damit wir das Grab ausräumen können, brauchen wir natürlich eine Schaufel. Gehen wir einfach mal auf alles. Haben wir eine Schaufel? S. Schaufel, wunderbar. Okay, es gibt halt auch noch Schatzkarten, die man finden kann, wie ihr seht, ne? Ich habe jetzt untrue, anstatt jetzt die Schatzkarten zu finden, habe ich einfach nur... Wobei, wir dürften die sogar haben. Die waren, glaube ich, beim DLC dabei. Ich habe irgendwie die Vorbesteller-Edition mir irgendwann mal gegönnt. Aber ich habe jetzt einfach im Internet nachgeguckt. Da gibt es Karten, wo die alle verzeichnet sind. Ja, ob ich jetzt da im Game so eine Schatzkarte auföffne oder mir hier im Game das Ziel angucke, du... Was soll's, ne? Auf geht's. Holen wir uns die ersten Teile. Und dann müssten wir ein bisschen mehr aushalten können. Und kann man ja hoffen, ne? Kann man ja hoffen. Hat auf jeden Fall den Vorteil, wir stromern wieder ein bisschen durch die Gegend. Das ist auch schön. Hoffentlich kommen wir keinen Kuman in die Quere. Das muss ja jetzt nicht sein. Das könnte nochmal nerven. Wir werden es sehen. Oh.
So, wir müssen immer auf die Map gucken. Wir müssen noch ein gutes Stück nach oben reiten. Ja, jetzt folgen wir erstmal ein gutes Stück dem Weg. Ein gutes Stück. Dann mal los. Reiten wir erstmal. Ja. Und ich dachte schon, wir wären rüstungsmäßig ganz gut dabei. Aber tatsächlich sind wir relativ kacke ausgerüstet. Und wir haben das ganze Game durchgespielt. Alter Falter. Man hätte mehrere Schätze suchen müssen und so. Es gibt halt so viel zu tun in dem Game. So mit Tipp an alle, die das nach mir noch daddeln. Ignoriert die Schätze nicht. Da gibt es gute Ausrüstung. Aber ihr seht ja, ich bin auch mit meiner Ausrüstung durchgekommen. Also auch jetzt diejenigen, die nicht losgehen und die Schätze suchen. Man kommt ja auch so durch. So ist es nicht, ne? Aber warum nicht gut ausgerüstet sein, ne? So, ich glaube, das Problem ist bei mir, dass ich insgesamt einfach so wenig gekämpft habe. Weswegen meine Ärmel halt, meine Ärmchen von Heinrich immer noch spaddelige Spaddelärmchen sind. Der ist hier halt nicht so der dicke Krieger bei mir, ne? Das hält sich all in Grenzen. Oh, mal gucken. Ich würde das halt schon gerne daddeln, Alter. Ich habe auch keinen Bock, irgendwie jetzt so ein Gutboot oder so einen Scheiß anzumachen. Das wollen wir ja auch nicht. Das ist ein bisschen arg lame. Da kriegen wir schon irgendwie hin. Sobald ich wieder meine Pfeilbogentechnik machen kann, ist alles schick. Ich brauche noch den stärksten Bogen im Game und dann läuft's. Ein paar super Pfeile, wir haben ja Geld ohne Ende. Können ja mal bei unserem Dorf wieder vorbeischauen. Da müsste inzwischen ja einiges an Kohle auch reingespült worden sein. Rüsten wir uns halt erstmal vernünftig aus und dann geht das nochmal los oder was? So bogen wir das. So bogen wir das. So, mal schauen. Okay, jetzt müssen wir nochmal gucken, wie weit sind wir? Ah, noch ein bisschen. Da geht dann gleich irgendwie so ein Weg ab in so ein kleines Lager. Und vom Lager aus, da reiten wir dann los. Ah, das sieht ja geil aus mit dem Bach. Habt ihr den Bach gerade gesehen, wie der so stufenmäßig nach unten geklödelt ist? Das war ja geil. So, ich hoffe wirklich, ich habe die anderen Schätze noch nicht gefunden. Ey, wenn ich die verkauft habe, wäre natürlich richtig scheiße. So, ich glaube, hier ist das Lager. Kann das sein? Ja, ich glaube, hier sind wir richtig. Im Drücken. Ja, ab jetzt geht's rein in den Wald. Wir können natürlich weiter reiten, aber ich würde sagen, wir gehen einfach zu Fuß. Passt schon. Kantake, du bleibst mal hier. Ich strome mal alleine durch. Jetzt will ich aber auch gucken, was in dem Häuschen drin ist, ne? Was zu mopsen? Ne. Na gut. Stromern wir mal los. Sollte hier wohl hochkommen, ne? Ja. Okay, schlagen wir uns quer durch die Büsche. Irgendwo hier ist ein Grab. Endlich wieder durch den Wald latschen, ne? Grüße an dieser Stelle übrigens gehen raus an den Falken. Der hat mir heute Morgen beim Frühstücken, während er so frühstückte, nebenbei erzählt, dass er jetzt auch wieder mit Heinrich angefangen hat. Und ich wünsche ihm ganz viel Spaß. Ich freue mich immer, wenn ich Leute dazu motivieren kann, das Game dann auch selber zu zocken. Vor allen Dingen hier, das lohnt sich halt, ne? Er meinte dann auch so, es sieht, wenn man es selber spielt, so viel besser aus als auf YouTube. Ja, das stimmt auch. Die Folgen, bei denen er sich momentan noch befindet, sind noch vor der Qualitätsoffensive. Da ist das noch mit 1080p und nicht mit dem coolen Codec. Inzwischen sieht es ja auf YouTube auch ganz in Ordnung aus. Wir nähern uns. Da vorne sich auf jeden Fall schon mal irgendwie was Abgebranntes. Da könnten Kumanen sein. Wollen wir lieber nicht zu nah rangehen, ne? Vorsichtig aus der Entfernung mal einen kleinen Blick riskieren. Oh, da scheint niemand zu sein. Hier wurde gebrandschatzt. So, dann schlagen wir uns mal durch den Wald. Oh, die Soundeffekte und so. Das ist so, als wäre man im Wald, ne? Als wäre man im Wald. Dip, 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 dip. So, noch ist alles safe. Keine Banditen-Kondix. Wahrscheinlich sind das alles Kumanleger überall. Musst du dich erst durchschlagen. Dann wird die kotze ich aber ab. Ein Häschen, hallo. Hätte ich so an die Ohren packen können. So, hier wird es ein bisschen bewachsen. Das könnte gut sein, das könnte schlecht sein. Was sagt denn die Korde? Ja, wir sind nah dran. Irgendwo hier muss es jetzt sein. Ich habe es natürlich jetzt nicht punktgenau. Aber hier in der Gegend muss es sich irgendwo abspielen.
Schaut euch mal genau um, ob ihr irgendwo ein Grab findet. Die Map nochmal gucken. Ich versuche das nochmal ein bisschen genauer zu. Oh, ich glaube, wir sind schon zu weit. Es muss sich irgendwo hier in dem Bereich abspielen. Wobei Heinrich steht da. Irgendwie so hier so. Das ist gar nicht so einfach. Gehen wir mal gucken. Ist doch aufregend, oder? Ein bisschen Schatzsuche im Wald. Das kannst du ohne Schatzkarte, findest du das aber auch nicht. Da musst du aber wirklich gründlich durch den Wald stromern und die Augen aufhalten. Um da zu finden. Wobei, wir sind öfter mal zufällig über Gräber und ähnliches gestolpert. Also so ist es nicht. So, also hier muss es sich jetzt irgendwo abspielen. Irgendwo hier in der Gegend. Schaut euch mal gründlich um. Was hat der Fuchs heute wieder gemacht? Ja, er sucht ein Grab, aber findet es nicht, ne? Wo mag das Grab sein? Grabi, 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 wo bist du? Komm her. So, Grab ist ja eigentlich relativ unbeweglich, ne? Bin bestimmt schon dreimal dran vorbeigelatscht. Hab's einfach nur nicht wahrgenommen. Grab, wo bist du denn? Komm schon, zeig dich. Wir wollen dein süßes, süßes Innere haben. Also ich sehe hier kein Grab. Seht ihr ein Grab? Ich sehe... Oh, da. Das sieht gut aus. Grab... Oh, scheiße. Ist das schon ausgebuddelt? Kann ja nicht. Nee, nee, ich war ja noch nicht da. Ich habe das Grab gefunden. Sehr schön. Beginne zu graben. So, nun aber los, so. Wunderbar. Bisschen Grabstelle. Oh, hat der aber einen riesigen Kopf gehabt. Was ist da denn los? Da ist aber irgendwas schiefgegangen. Alter Falter, das war Wasserkopf, du. Heftig. So, deutsche Beckenhaube. Glückssträhnenwürfel. Rezept für Gift. Stachel. Da kommt ein Hase. Da haben wir die Warhorse-Schulterplatten und die der Warhorse-Wappenrock. Das ist das, was wir haben wollen. Alles nehmen und auch gleich schon mal ausrüsten, dass ich weiß, was ich schon habe. Rüstung nach ABC bitte. Einmal den Warhorse-Wappenrocken und die Warhorse-Schulterplatten. Wunderbärchen, damit hätten wir das doch schon mal. So, das wäre der erste Streich. Dann müssen wir jetzt erstmal wieder raus hier aus dem Wald. Kein Tag, kommen ran. Aufsitzen. So. Okay. Erstmal raus auf den Wald, aus dem Wald und dann suchen wir den zweiten Schatz auf. Ja. Hier richtig entspannt durchs Unterholz. Zack, zack, zack. Nur vorsichtig, dass wir nicht irgendwie in den Abgrund oder so runterspringen. Das ist mir ja schon mal passiert. Das kommt nicht so gut. Heinrich mag das irgendwie nicht, mit seinem Pferd Abgründe runterzuspringen. Reiten wir überhaupt in die richtige Richtung? Ja, geht so, ne? Wir sollten vielleicht... wir reiten natürlich direkt auf so eine fette Schlucht zu. Heinrich, ein bisschen mehr in diese Richtung, bitte. Ich glaube, schon zu spät. Oh je. Da sehe ich nämlich auch schon wieder das Wasser. Oder? Ist das Wasser? So ein kleiner Teich oder sowas. Jagdgebiet Hirsche. Siehst du mal. Oh je, es geht hier mal wieder querfeld ein. Kantake, ich weiß, es ist ein bisschen steil. Schaffst du das trotzdem? Ja, das wird. Da bin ich ein bisschen zu früh losgeritten. Upsala. Mal gucken, ob wir hier durchkommen. Ich sehe mich schon wieder sterben. Wie ist das bei euch? Guck mal, hier ist ein Weg. Wege sind gut. Folgen wir dem Weg. Wege führen bestimmt irgendwann auch wieder aus dem Wald heraus. Da ist ein Fluss. Fluss führt auch auf jeden Fall irgendwann zum großen Wasser hin. Wo sind wir jetzt? Ja, das sieht doch gut aus. Folgen wir diesem kleinen Bach. Fluss ist ein bisschen das... Ein kleines Bächlein ist das. Fluss ist ja wirklich ein bisschen zu hoch gegriffen, ne? So, guck mal.
Da müssen wir dann nochmal rüber. Das sollte kein Tag geschaffen. So tief ist das Wasser nicht. Okay. Ja. Und zurück nach Rattay. Mal sehen, wo wir als nächstes hin müssen. Muss ja mal gucken. Was sieht das was schön aus, wa? Unfassbar. Also wir hatten auf jeden Fall schon mal so Warhorse-Dinger in unserem Inventar. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass ich den Kram schon mal verhökert habe. Ich hoffe, dass ich noch dass ich das ganze Set noch kriege. Das wäre echt ärgerlich, wenn nicht. Ihr seht, ich bin da ein bisschen in Angst und Sorge. Wir sollten uns vielleicht auch kurz hinlegen gleich. Die Nacht bricht nämlich rein und des Nächtens irgendwie auf Abenteuertour zu gehen, ist irgendwie kacke, ne? Können wir eben ein kleines Süppchen essen, dann legen wir uns kurz hin. Oh, vorsichtig. Oh, jedes Mal hier. Ich schaff's nicht, über diese Brücke zu reiten. Ich reite immer dran vorbei, ja, ne? Okay. Ah, hier hab ich's hingekriegt. Jawoll, läuft doch. Kleinen Baum vorbei. Ja. In den Sonnenuntergang, ne? Hundertprozentig. Ich denke, wir werden noch ein Völkchen noch brauchen. Zwei Schätze sind's, glaube ich, noch. Dann haben wir alles. Hoffe ich. Vielleicht sind's auch noch drei. Wir werden sehen. Nächster führt uns auf jeden Fall in eine Höhle. So viel kann ich schon mal spoilern. Ich weiß jetzt nur gerade leider nicht, wo genau. Ich muss das gleich mal auf dem Handy aktivieren oder so, dass ich dann auch... Ja. Währenddessen immer mal gucken kann, wo wir als nächstes hin müssen. Aber jetzt gehen wir erst kurz pennen. Ja, wobei eigentlich jetzt, ja. Wir hauen uns eben kurz Suppe rein und reiten dann lieber doch weiter. Weil wir werden wahrscheinlich gleich schnell reisen und dann können wir sonst vor Ort dann eben pennen. So, Heinrich, gönn dir mal eben aus dem Topf. Oh, Heinrich kann sich nichts gönnen, Heinrich ist satt. Warte, dann gucke ich guck eben kurz, wo wir als nächstes hin müssen. Warte mal. Nicht wohl, jetzt geht die Musik kurz aus. So, weiter geht's. Westlich von Rattay, er liegt in einer Höhle, auf die ein großer Felsen aufmerksam macht. Heidewitzka, Vranik sehe ich da oben irgendwo. Wo ist denn Vranik? Ach du Scheiße. Ja, das ist in so einem Gebiet, da waren wir noch überhaupt nicht drin, ne? Da können wir erstmal schnell reisen nach Vranik machen und von Vranik müssen wir dann ein gutes Stück in den Wald rein. Das haben wir, ihr seht, das unten haben wir noch gar nicht erforscht, ne? Hier, die ganzen Schätze befinden sich nämlich alle irgendwo am Rand, ne? Deswegen haben wir das alles noch nicht gefunden. Aber gut, ich sag mal so, wenn wir jetzt einfach so durch Wald getigert wären, hätte ich auch keinen Schatz gefunden, ne? Da musst du ja schon wissen, dass er da ist, ne? Schnell reisen! Oh, ignorieren bitte. Wir haben keine Zeit für irgendwelche Aufgaben von irgendwelchen Dullis. Das geht hier aktuell nicht. Wir müssen an Schätze rankommen. Das ist notwendig. Sonst kann ich diese Aufgabe nicht erfüllen. Guck mal, 22 Uhr. Jetzt muss man hoffen, dass man da in Vranik irgendwo pennen kann. Ich kenne mein Glück. Können wir wahrscheinlich nicht. So. Es ist sehr düster hier. Scheiße. Ja, blöd gelaufen, ne? Das heißt, wir gehen des Nächtens jetzt... Opala. Oh, ich bin ohne Pferd geritten. Dann gehen wir des Nächtens jetzt in den Wald rein und suchen im Dunkeln eine Höhle. Das, finde ich, klingt nach einem richtig geilen Plan, oder? So, erstmal eben ganz entspannt eine Fackel ausrüsten. Fackel. So. Ich muss mal eben gucken, wo wir hin müssen. Wir können natürlich ein bisschen warten, ne? So, hier ist Vranik. Von Vranik müssen wir straight runter. Oh. Straight runter. Ich würde sagen, so dahin. Ja, haben wir, hören dich ja. Entspann dich mal. So, meine Lieben,
Ihr hörtet den Hahn krähen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen jetzt an dieser Stelle so einen ganz kleinen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst mir eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gleich im nächsten Part wieder und versuchen, diese Höhle zu finden. Wir reiten erstmal das Nächste ein bisschen rein und werden dann ein bisschen warten, weil ich denke nicht, dass wir im Dunkeln das finden werden. Bis dahin, euch erstmal viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.